Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei der Mod-Story. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, wir stellen euch Mods vor. Es hat immer eine ganz kleine Geschichte rundrum, so eine Alltagsgeschichte meistens. Und ich bin jetzt gerade wieder am grubbern. Ich komme einfach hier nicht dazu, weiter zu grubbern. Weil Stefan ist jetzt ganz schnell rübergefahren, lädt mir das ganze Zeug ab, was ich in der letzten Folge bestellt hatte, beziehungsweise dann geliefert bekommen hatte, und kommt aber nochmal zurück zu mir, glaube ich, an den Hof oder so, wie er gesagt hat. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Na, mal gucken, vielleicht ruft er mich an. Keine Ahnung. Wir sind aber jetzt erstmal auf alle Fälle hier auf dem Feld unterwegs und werden mal die ganze Geschichte grubbern. Ich muss mal gucken, ob der Stefan vielleicht einen schönen Steinsammler hat. Ich hatte schon mal so ein paar Dinger von dem, so gelbe und aber auch noch so einen anderen. Mal gucken, ob es da noch irgendwas anderes gibt. Bin gespannt. So, okay. Naja, auf alle Fälle sind... Sag ich es nicht, er ruft an. Ja, Tom hier, hallo. Servus, der Stefan. Stefan, grüß dich. Hast du alles reingekriegt? Jo. Perfekto. Was gibt's? Ja, ich hab da nochmal was im da muss ich dir was vorstellen vom Bürgermeister her. Wo muss ich dir hinkommen? Da wo gerade der LKW steht. Und wo steht gerade der LKW? Richtung Feld. Ach hier, ne, bin ich doch gerade da. Jo. Okay, warte, dann komm ich mal. So. Krise. So, was gibt's? Ja, komm mal mit. Die Betonblitze werden neu entfernt. Jetzt ist es bloß zu unserer Sicherheit, dass der keiner nervt. Ja, also, du hast ja deinen Rastplatz bauen lassen. Ach! Sind sie jetzt endlich fertig geworden? Ja, das war ja gestern noch nicht so ganz klar, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Alles. Ja, die haben da auch gleich die ganzen Blöcke hinstellt. Sehr schön. Und das ist jetzt der Waschplatz? Ja. Das ist natürlich cool. Da hast du da deinen Hochdruckreiniger, der geht da. Mhm. Oh, ist schon angeschlossen. Okay, sehr, sehr cool. Texturen schon alle gut aus. Texturen sehen richtig gut aus, ja, muss man wirklich so sagen, wie es ist. Ja, dann schauen wir uns mal den im Baumenü an. Diesen Mod findet man unter Gebäude und Tools, ganz hinten, unter Waschplatzmod. Ich bin gerade hier am struggeln. Bin ich die Blöde? FP. Ja, alles gut. Ja. Ja, und Gebäude-Tools und ganz hinten, Waschplatz. Da so, Gebäude-Tools, ganz hinten, jawohl. Da kann man den platzieren für 2500. Mhm. Und ja. Dieser Mod ist, wie im vorherigen Video schon auch schon gesagt, auch crossplay-fähig. Ja. Und ja, ist cool. Von einem ehemaligen Modding-Kollegen. Der war nämlich mit mir im gleichen Modding-Team. Ah ja, okay. Also sehr schön, meine Lieben. Ne? Ihr könnt im Endeffekt mit dem Trecker hier drauf fahren. Habt jetzt hier noch so ein bisschen Deko am Rand. Also das macht jetzt hier nichts. Ne? Da könnt ihr nichts damit anstellen oder irgendwas machen oder so. Hier haben wir so ein bisschen wie ein Eingang in die ganze Geschichte rein. Das Einzige, wie gesagt, was wir hier haben, ist dieser Kercher, den ihr nutzen könnt natürlich. So, und aber was halt ganz geil ist, vielleicht also für die Roleplay-Leute, wenn jemand irgendwie eine Firma oder sowas hat, kann er sich das natürlich hinstellen. Ja, schön gemacht, schönes Ding und muss ich wirklich sagen, gefällt mir ganz gut. Viel mehr können wir, glaube ich, über den Waschplatz nicht sagen. Ihr wisst, für was ein Waschplatz da ist. Wichtig, ladet euch den Mod natürlich wieder beim Original-Modder runter oder über den Original-Link. Ist natürlich auch im Mod-Hub und ja, würde ich sagen, wer das Ding benutzt irgendwo in irgendeinem Video auf YouTube oder sowas, ihr könnt mir das auch gerne mal verlinken in den Kommentaren, würde ich mich natürlich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Mod-Story wieder. Macht's mal gut, meine Lieben, bis dahin sind wir aber erstmal durch. Tschüss und ciao. Ciao.